In Bosanska Samac, hier fließt die Bosna in die Sava rein und hier gab es sehr große Überschwemmungen. Also sagen, diese Stadt hat ca. 2 Meter unter Wasser gestanden, ne? Bis vor 3-4 Tagen noch. Hier leben noch 1000 Menschen, 4000 Menschen haben die Stadt verlassen. Es gibt jetzt seit Tagen kein Wasser. Die Menschen versorgen sich hier eigentlich nur mit Trinkwasser aus Flaschen. Und wir haben jetzt angefangen, quasi Wasser zu produzieren für das Trinkwasser, aber auch für Waschwasser. Die Situation ist jetzt ziemlich, ja, sehr, sehr schlecht. Einerseits sind die Menschen noch gekennzeichnet durch den vergangenen Bürgerkrieg, haben sich gerade wieder was aufgebaut. Und nun diese Flut hat praktisch wieder fast alles zunichte gemacht.